Hallo, ich bin Carsten in Mahl. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, heute startet das Projekt, auf das ich mich jetzt seit fast einem Jahr vorbereite. Und zwar meine Radreise nach Hamburg. Geplant ist, von Münster aus nach Hamburg zu fahren. Bin jetzt gerade wieder unterwegs nach Sinsen zum Bahnhof. Und dann geht's los nach Münster. Also, wir sehen uns unterwegs. Ja, willkommen in Münster. Da hinter mir seht ihr den Dom. Hier soll meine Tour nach Hamburg starten. Auf der Friedensroute geht's heute Richtung Osnabrück. Ankommen werden wir da heute nicht. Ja, ich habe heute eigentlich auch alle Zeit der Welt. Eigentlich hatte ich geplant, erst mittags hier zu starten und dann nur bis Techte zu fahren. Also ich fahre heute auch nur bis Techte. Aber da es heute 37 Grad werden soll, habe ich gesehen, dass ich um 7:45 den Zug nehme. Und hier auf dem Markt in Münster ist schon eine Menge los, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass schon so viel los ist. Na gut, jetzt fahre ich erstmal Richtung Rathaus. Ja, die Münsteraner Innenstadt, die habe ich jetzt möglichst schnell hinter mir gelassen. Also ich hätte nie gedacht, dass da vor 9 schon so viel los ist. Ja, oder jetzt 9 Uhr. Denke ich, waren wir jetzt. Also das war schon heftig. Ja, ich bin jetzt auf meiner Route. Und zwar geht es für mich über Osnabrück nach Hamburg und von Münster nach Osnabrück fahre ich über die Friedensroute bzw. über den östlichen Teil der Friedensroute. Ja, durch das Mauritsviertel verlassen wir jetzt die Innenstadt von Münster und gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, jetzt geht es erstmal hier Richtung Verse, dem kleinen schicken Flüsschen hier bei Münster. Und dann gucken wir mal weiter, wie es Richtung Techte geht. Mit Gepäck finde ich es in der Innenstadt in Münster gar nicht so prall, muss ich sagen. Weil zum einen sind wirklich sehr, sehr viele Radfahrer unterwegs. War ja jahrelang auch immer die deutsche Fahrradhauptstadt. Und dazu kommt die ganze Innenstadt. Kopfstein oder fast die ganze Kopfsteinpflaster. Das ist dann mit Gepäck nicht so prall. Ja, durchs Mauritsviertel sind wir jetzt durch. Jetzt geht es dann Richtung Verse, Richtung Pleistermühle. Gucken wir mal, da bin ich gespannt drauf. Hier bin ich an der Pleistermühle, an der Verse. Hier kann man sich auch Kanus ausleihen. Ich glaube, das mache ich sogar irgendwann mal. Sieht hier schön aus. Ich glaube, das ist wirklich mal eine Option, sich hier ein Kanu zu mieten und dann mal ein bisschen in Ruhe zu paddeln. Aber wahrscheinlich kann man sich an der Pleistermühle nicht nur Kanus ausleihen, so wie es ausschaut, auch jede Menge Fahrräder.
zu mieten. Ach, hier geht auch der Verse-Radweg lang. Der ist aber auch nicht allzu lang. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber das ist so, glaube ich, so ein Wochenendradweg. Gut in 2 Tagen zu schaffen. Ja, man soll es gar nicht glauben. Hier ist jede Menge los heute Morgen schon. Jede Menge Fahrradfahrer, Jogger. Ich sitze jetzt hier auf der Bank, weil ich habe so viel Zeit. Ich habe so viel Zeit zu lesen heute. Kaffee trinken, keine Ahnung. Aber egal. Ich finde es nicht schlimm. Aber ich habe ja auch ein gutes Plätzchen hier. Im Moment geht's ziemlich viel durch Felder oder am Waldrand entlang. Bis jetzt sogar einigermaßen schattig. Eigentlich komplett ohne Anstrengung. Einfach nur rollen lassen. Kennt ihr das Gefühl, wenn du so auf eine Tour gehst und die ersten paar Schritte gehst oder die ersten paar Meter fährst, ist ja egal, und dir so bewusst wird, so, du lässt jetzt den Alltag hinter dir. Die nächsten Tage oder Stunden, wenn es nur eine Eintagestour ist, die gehören dir oder dir und deinen Lieben, wenn du mit mehreren unterwegs bist. Ich glaube, das ist Freiheit. Jetzt bin ich tatsächlich schon in Telgte oder am Ortsrand zumindest. Wir haben es erst kurz nach 10. Naja, viel langsamer konnte ich einfach nicht fahren. Da habe ich heute viel Zeit zum Lesen. Gut, dass ich ein spannendes Buch angefangen bin. Ja, durch Telgte bin ich jetzt mehr oder weniger durch, beziehungsweise ich bleibe ja heute Nacht in Telgte. Bin jetzt hier an der Ems und naja, letztes Jahr im Herbst ist ja der Velotourer hier in Telgte gewesen, der Andreas, schöne Grüße, und hat es nicht geschafft, einen Kaffee zu kriegen. Ich habe es auch nicht geschafft, in der Innenstadt zumindest nicht, aber hier am Park ist auch noch mal ein Kaffee gewesen und da habe ich einen Kaffee gekriegt. Also, ne, Andreas, nächstes Mal hier zum Park fahren, dann kriegst du auch einen Kaffee. Brauchst du nicht ewig warten. Ja, ich habe es jetzt gar nicht mehr weit bis zum Campingplatz. Wir haben es, glaube ich, mal eben auf die Uhr gucken. 10:45. Ja, dann kann ich heute wirklich einen halben Tag lesen. Ich hoffe, da gibt es ein schattiges Plätzchen. Mache ich heute einen ganz entspannten Tag. Aber ich genieße es gerade, Zeit zu haben. Ja, Zelt steht. Bin hier auf dem Campingplatz Sonnenwiese in Telgte. Habe ich 11 € bezahlt, ist okay. Duschen ist umsonst. Hier gibt es zwar auch wieder so einen Chip. Ja, da muss dann auch 20 € Pfand hinterlegt werden oder die kopieren den Personalausweis, dass man den morgen in den Briefkasten wirft, weil die sonst ja, 20 € Pfand, wie gesagt, haben wollen.
Kann ich nachvollziehen, ist okay. Dann kann ich abhauen, wann ich will. Ja, der Platz hier ist recht weitläufig, sehr waldähnlich, möchte ich mal fast sagen. Finde ich gar nicht mal so verkehrt hier. Waschhäuser, Waschhaus war ich gerade schon drin. Sieht toll aus, ist also höchstens 2 Jahre alt, würde ich mal schätzen. Gefällt mir hier. Ja, 11:45 und das Zelt steht. Also denke mal, diesen Luxus werde ich nur einmal jetzt in der Woche haben. Aber wir haben es auch schon 31 Grad laut Tacho im Schatten. Und der Lorenz bleibt da oben. Also ist er, glaube ich, nicht so doof. Setz mich gleich in den Schatten, koche mir einen Kaffee und dann wird gelesen.